In unserer heutigen Sendung erfahrt ihr ein paar allgemeinere Infos zum Konfuzianismus und zu Konfuzius selbst. Und danach geht es um eine chinesische Professorin, die in China in aller Munde ist, da sie versucht hat, den Konfuzianismus für jeden verständlich zu machen und Lebensweisheiten daraus zu formeln. Aber wie sie das macht und ob das wirklich noch etwas mit dem eigentlichen Konfuzianismus zu tun hat, erfahrt ihr von uns später. So, und nun wollen wir gleich mal mit einigen Fakten zum Konfuzianismus weitermachen. Der Konfuzianismus ist vor allem in China, Hongkong, Japan, Taiwan und Singapur verbreitet. Er umfasst die Lehren und Vorstellungen, die auf die Schule der Ru, chinesisch auch Rujia, zurückgeht. Und diese Schule war die Schule von Konfuzius, daher auch der Name in der westlichen Sprache. Aber wusstest du, dass der Begriff Konfuzianismus keine chinesische Erfindung ist? Er wurde nämlich von christlichen Missionaren im 17. Jahrhundert erfunden. Die haben den Namen Konfuzius latinisiert. Ja, stimmt, da hast du recht. Denn bei uns heißt es zwar Konfuzianismus, aber in China heißt es Ruzhui, also die Lehre der Schule Ru. Ja, und der Begründer Konfuzius, zu dem wollen wir uns jetzt auch mal ein paar Fakten anhören. Der lebte von 551 vor Christus bis 479. Er war als Lehrer tätig und zog mit seinen Schülern 13 Jahre lang durchs Land. Und die Lehren des Konfuzius, die wollten das mythische und religiöse Wertesystem im chinesischen Feudalreich erneuern. Denn er lebte zu der Zeit, die wir heute die Zeit der streitenden Reiche nennen. Damals herrschte ein politisches und soziales Chaos und viele Traditionen wurden umgeworfen. Genauso gab es auch sehr viele Kriege. Und das Erstaunliche am Konfuzianismus ist meiner Meinung nach, dass Konfuzius selbst nie ein Buch verfasst hat. Das bedeutendste Werk des Konfuzianismus, nämlich das Lun Yu oder auch die Analekten des Konfuzius genannt, wurden erst nach seinem Tod verfasst. Und es sind darin Gespräche des Konfuzius mit seinen Schülern zu finden und nicht Gesagtes von ihm selbst. Dennoch aber bildete der Konfuzianismus eine Staatsdoktrin zahlreicher Dynastien. Ab der Han-Dynastie gab es ein umfassendes Prüfungssystem für Beamte und da mussten sie zeigen, dass sie Kenntnisse zu den konfuzianischen Lehren hatten. Und die Bedeutung des institutionellen Konfuzianismus erhielt aber einen schweren Schlag durch die Abschaffung des Prüfungssystems Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das war auch eine Folge der Abschaffung des Kaiserreichs, das bis dahin über 2000 Jahre lang existiert hatte. Auch später, während der Kulturrevolution in den 1960ern und 70ern, erging es dem Konfuzianismus nicht besser. Denn er wurde sogar verboten und seine Anhänger wurden hart bestraft. Ab Ende der 1970er, Anfang der 80er, änderte das sich aber wieder und seitdem dürfen wieder alle Religionen und Lehren ausgelebt werden. Und im letzten Jahrzehnt rückt der Konfuzianismus wieder stärker in den Fokus. Mittlerweile ist es sogar sehr populär. Aber wie viele Menschen genau sich den Lehren verschrieben haben, das ist sehr schwer einzuschätzen. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid bei einer neuen Sendung des chinesischen Kulturmagazins China Süß-Sauer auf Radio Z. Und wie gerade angekündigt, hört ihr gleich das Interview mit Frau Professor Dr. Gensbauer. Sie arbeitet am Lehrstuhl der Sinologie der Uni Erlangen-Nürnberg, wo sie momentan Herrn Professor Dr. Lackner vertritt und hat sich im Zuge ihrer Forschungen eingehend mit dem Thema Konfuzianismus beschäftigt. Welche Tugenden es im Konfuzianismus gibt? Also eine wichtige Tugend in der konfuzianischen Tradition ist sicher das Xiao, also die sogenannte Kindespietät, wo von den Kindern gefordert wird, ihren Eltern gegenüber Respekt zu erweisen. Dann gibt es eine andere Tugend, zum Beispiel das Xin, also die Aufrichtigkeit gegenüber anderen Menschen. Und so die Haupttugend oder die größte ist sicher das Ren. Das ist auch ein ganz interessanter Begriff, ist oft übersetzt mit Menschlichkeit, Humanität. Und an diesem Ren ist auch das chinesische Zeichen interessant. Es zeigt ja einen Menschen und die Zahl 2. Das heißt, es geht immer um Beziehungen zwischen Menschen. Welche sozialen Pflichten ergeben sich dadurch aus dem Konfuzianismus? Meines Erachtens ist in der konfuzianischen Tradition sehr wichtig, dass man sich eben der Rolle gemäß verhält, in die man hineingestellt ist. Also, dass man sich als zum Beispiel Sohn so verhält, wie ein guter Sohn das sollte, oder auch als Vater, dass man nicht nur den Respekt von den Kindern einfordert, sondern dass man auch fürsorglich und gut handelt. Und ich denke, dass es im Konfuzianismus auch stark um Ordnung geht, also Ordnung der eigenen inneren Person,
dann aber auch der Familie und weitergehend des Staates und letztlich auch der sogenannten Ökumene, also der bewohnten Welt. Und welchen Stellenwert hatte der Konfuzianismus zu Zeiten des Konfuzius selbst? Der Konfuzianismus oder die Schule der Ru war ja nur eine unter vielen. Also der Konfuzianismus hat sich ja erst als Staatsideologie oder auch als Zivilreligion, so wird es ja manchmal bezeichnet, in der Han-Zeit durchgesetzt. Und zur Zeit des Konfuzius, 551 bis 479 vor Christus, da gab es sehr verschiedene Schulen. Ja, das war eine sehr aufregende Zeit, in der es viele gedankliche Durchbrüche gab. Und damals, denke ich, war noch durchaus nicht absehbar, dass die konfuzianische Tradition mal so prägend werden würde. Und was verstand Konfuzius unter einem Edlen? Die Frage kann man recht kurz beantworten, denke ich. Ein Zünze war bei ihm, also vor seiner Zeit war es der Fürstensohn, das heißt der von Adel her, von seiner Herkunft her adelig war. Bei Konfuzius wird der Zünze der von seiner moralischen Haltung her adelig ist. Das heißt, es ist der Mensch, der seine Fähigkeiten auch im moralischen Sinn voll aktualisiert hat. Ja, dann gibt es im Konfuzianismus den Grundsatz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen hinzu. Und da wäre jetzt die Frage, woraus dieser Grundsatz entstanden ist, aus welchen Tugenden. Und ich finde ja auch, der ist einfach nicht genuin für den Konfuzianismus. Wie hat der Konfuzianismus den auf seine Lehre angewendet? Also ich sehe das genauso wie Sie. Diese goldene Regel gibt es ja in ganz vielen Traditionen, auch Religionen als ethischen Grundsatz. Und beim Konfuzianismus hat sie sich wahrscheinlich auch aus dieser Tugend der Reziprozität, dem Schuh heraus entwickelt. Also jeder soll sozusagen auch seiner Rolle gerecht werden. Dann würde mich jetzt noch interessieren, ob Ihrer Meinung nach der Konfuzianismus eine soziale Lehre, eine Religion, eine Philosophie oder vielleicht eine Wissenschaft ist. Die Frage finde ich auch zunehmend schwierig, muss ich sagen, als Sinologin, weil diese Konzepte Religion, Philosophie, Wissenschaft, im chinesischen Zhongjiao, Zhixue, Keshue, das sind alles Neologismen gewesen, die erst im 19. Jahrhundert über Japan nach China gelangt sind, mit denen heute gearbeitet wird natürlich. Aber die Frage stellt sich mir immer stärker, inwieweit sich Phänomene Chinas, auch des traditionellen China, mit solchen doch aus dem abendländischen Kontext stammenden Begriffen fassen lässt. Die Frage, ob Konfuzianismus eine Religion ist, stellt sich vielen heute, wird sehr stark auch in China diskutiert. Viele meinen zum Beispiel, dem Konfuzianismus würde die Dimension des Transzendenten fehlen. Andere wie Du Wei Ming, der sich selbst als Konfuzianer bezeichnet, spricht von einer Dimension der immanenten Transzendenz, die der Konfuzianismus doch habe. Also da gibt es auch in China sehr unterschiedliche Antworten darauf. So, jetzt haben wir ja einiges gehört über den Konfuzianismus und auch manche Sachen, die man schon aus anderen Richtungen her kennt. Deswegen noch die Frage, wodurch sich denn der Konfuzianismus von anderen religiös-philosophischen Traditionen in China abhebt? Gibt es da was, was wirklich einzigartig ist? Also wenn ich darüber etwas nachdenke, dann erscheint mir doch relativ einzigartig die Verbindung von Selbstkultivierung des Weisen und der Möglichkeit, dass ein Einzelner durch diese Selbstkultivierung den Staat ordnen kann und bis hin zur Ordnung der Ökumene, also der bewohnten Welt, eigentlich ein sehr großes Zutrauen in die Fähigkeiten des Einzelnen da ist und auch eine Verbindung zwischen Religion und Politik, die vielleicht einzigartig ist. Wir haben ja anfangs schon erwähnt, dass wir heute über eine Frau sprechen wollen, die den Konfuzianismus neu ausgelegt hat und damit sehr erfolgreich in China ist. Ihr Name ist Yu Dan. Sie ist 46 Jahre alt und Professorin an der Beijing Normal University. Sie hat ihren Mastergrad in altchinesischer Literatur erworben und ihren Doktor in Film- und Fernsehstudien auch an der Beijing Normal University, wo sie ja momentan noch ist. Doch das ist nicht alles. Professor Yu Dan ist wirklich engagiert. Sie hat Strategen- und Forscherpositionen in einer ganzen Reihe von Massenmediengruppen. Zum Beispiel ist sie auch für das CCTV tätig. Und in diesem CCTV wurde 2006 eine Serie ihrer Vorlesungen unter dem Titel Yu Dan's Insights into the Analects oder auch auf Chinesisch
Yudan Lun Yu Xinde ausgestrahlt. Der Inhalt, den sie in diesen Vorlesungen vermitteln wollte, wurde von den Zuschauern wärmstens willkommen geheißen. Die Mitschriften wurden dann sogar als Buch verarbeitet. Es erschien unter dem Titel Yudans Notes on the Analects. Und in China wurden davon gleich am ersten Tag schon 10.000 Exemplare verkauft. Und innerhalb von 40 Tagen haben sich die Verkäufe dann sogar auf 1,5 Millionen gesteigert. Und das ist eine enorme Verkaufszahl für einen Professor in China. Die Los Angeles Times hat die Begründung dafür, warum sie so gut angekommen ist, sehr anschaulich formuliert. Die haben geschrieben, she makes Confucius cool again. Und das tut sie mit einem bunt anschaulichen Stil, der an einen Lebensratgeber erinnert. Darin schildert die Autorin Gedanken des Konfuzius und stellt diese mittels vieler Anekdoten und Beispiele in den Zusammenhang mit dem modernen Alltag. Aber dazu mehr gleich in dem Interview. Wir hatten ja zuletzt schon darüber gesprochen, dass Professor Yudan durch ihre Neuauslegungen zum Konfuzianismus sehr bekannt geworden ist. Ich schöpfe ja meine ganzen Informationen nur aus Sachen, die ich darüber gelesen habe, also über sie, über ihr Buch und die Sendung und so einen kurzen Videoausschnitt habe ich gesehen. Aber Christina, du hast ja schon ins Buch geguckt, vielleicht soll ich das auch mal machen. Ja, könntest du auch, denn es ist ja nicht nur auf Chinesisch und Englisch übersetzt, sondern auch auf Deutsch. Und es ist dann nicht mal so schwer. Das ist ja super. Ja, und das zeigt dann auch nur mal wieder, wie beliebt und gefragt dieses Buch überhaupt ist. Tja, das macht eben Konfuzius Weisheiten für die ganze Welt sozusagen. Ja. Professor Yudan hat sich ja auch vorgenommen, ein Buch zu schreiben, das jeder lesen kann. Also es soll leicht verständlich sein. Und sie hat versucht, den Konfuzianismus zu modernisieren und ihn in ein globales Licht zu rücken. Denn die Medienprofessorin meint, eigentlich ist Konfuzius uns schon vertraut, noch bevor wir seine Ideen zu Ende gelesen haben. Denn das wissen wir im Grunde längst. Unsere Seele weiß es, unser Unbewusstes weiß es, das Wissen ist nur verschüttet. Ergo, wir alle tragen Konfuzius im Herzen. Darum auch der Titel des Buches in Deutsch. Das hört sich ja eigentlich alles ganz nett an. Aber nicht jeder betrachtet es positiv, was Frau Yudan macht. Es gibt viele Kritiker, die mit diesen Umformungen vom Konfuzianismus nicht klarkommen. Und mehr zu diesem Thema hören wir jetzt in dem Interview mit Herrn Dr. Schimmelpfennig von der Sinologie der Uni Erlangen. Und davon wollen wir jetzt den ersten Teil hören. Herr Dr. Schimmelpfennig, wir haben uns heute mit Ihnen getroffen, weil Sie Spezialist im Konfuzianismus sind und einiges über Frau Yudan und ihre Sendung wissen. Haben Sie denn diese Sendung selbst schon einmal angeschaut oder das Buch Konfuzianismus im Herzen – Alte Weisheiten für die moderne Welt gelesen? Ich hatte das ungemeine Glück, Yudan, die Autorin dieses Buches, sogar auf einer Konferenz für Konfuzius-Institute in Kyoto 2006 zu erleben. Und sie ist in ihrer Präsentation eine sehr beeindruckende Frau, weil sie ohne Manuskript über Stunden referiert über Konfuzius und seine Lehren. Können Sie uns auch erklären, warum Frau Yudan den Konfuzianismus teilweise umdeutet? Naja, Yudan muss den Konfuzianismus umdeuten. Vielleicht machen wir nochmal eine kleine Schleife. Yudan ist Professorin einer großen Universität in Peking und hat sich zum Ziel gesetzt, also sie ist Fachfrau für Konfuzianismus und hat sich zum Ziel gesetzt, den Konfuzianismus bzw. das Lunyu, also das Hauptwerk des Konfuzianismus, zu deuten für moderne Belange, wenn Sie so wollen. Ein englischer Journalist betitelte Professorin Yudans Interpretation des konfuzianischen Klassikers Lun Yu als Confucian Chicken Soup for the Modern Chinese Soul. Inwieweit finden Sie diese Aussage treffend bzw. nicht treffend? Also dieser englische Autor hat einen gewissen Punkt mit seiner Aussage, weil, das sehen Sie noch viel stärker an der filmischen Aufbereitung dieser Reden von Yudan, dass man am Ende den Eindruck gewinnt, dass dieses Lunyu, was ja sozusagen ein Klassiker der konfuzianischen Literatur darstellt, der eine Auslegungsgeschichte von über 2000 Jahren hinter sich hat und wo sich also hohe Gelehrte die Köpfe
die Haare raufen, ja, angesichts der Schwierigkeit dieser Texte. Und nun kommt also eine Professorin daher und sagt, ja, ich habe das gelesen, ich habe das verstanden und nun bereite ich euch das auf in einer Form, wo ihr sagt, es gibt jetzt verschiedene Aussagen von dem Konfuzius, die immer eingeleitet werden mit dem, der Meister sagt oder der Meister spricht. Und sie zieht sich wahllos aus diesem Werk praktisch Aussagen raus, um dann eigene Punkte zu machen und Lebensweisheiten zu geben. Und wenn Sie sich das in der Darstellung ansehen, ist besonders interessant, dass man diese ganze Verniedlichung des Konfuzianismus auch in diesen Filmen sehr schön sehen kann. Ja, sie haben solche Zeichentrick-Einblendungen dann, wo also ein Schüler so mit Baby-Pieps-Stimme den Meister fragt, wie er denn nun irgendwas was sehen würde. Und der Meister mit einem langen weißen Bart, der antwortet dann, wie er das sehen würde. Und dann wird das von Yudan praktisch aufbereitet mit weiteren Erkenntnissen der heutigen gesellschaftlichen Situation in China, wird zusammengezogen und dann kommt man also zu kernigen Aussagen, die immer in Sinnsprüchen gefasst werden und das sind dann sozusagen solche Lebenshilfen, die ihnen dann in die Hand gegeben werden. Und diese Lebenshilfen haben wahrscheinlich mit dem, was der Konfuzius da ursprünglich mal mit beabsichtigt hat, nur herzlich wenig zu tun. Dass es Frau Yudan mit den konfuzianischen Lehren anstellt, wie sie sie neu auslegt, wird ja nicht nur positiv aufgenommen. Es gibt ja auch viel Kritik. In welche Richtung zielt denn diese Kritik eigentlich ab? Und von wem kommt sie? Also die Kritik kommt aus zwei verschiedenen Richtungen. Die eine Richtung sind chinesische Wissenschaftler, vor allen Dingen Leute, die jetzt auf Konfuzianismus spezialisiert sind und die ihr vorwerfen, dass sie eine Art von reduktionistischem Umgang mit einem der wichtigsten Werke der chinesischen Kultur macht. Und dann gibt es eine Fraktion, der man auch sagen könnte, sie ist schlichtweg neidisch, ja, weil es hier jetzt mal einer Gelehrten gelungen ist, ja, sich in China mithilfe ihrer Wissenschaft geradezu hervorragend zu verkaufen. Ja, also das Werk, was also diesen Fernsehserien auch zugrunde liegt, hat sich, glaube ich, in der ersten Auflage gleich 3,5 Millionen Mal verkauft. Das ist für China nicht so viel, aber das ist für einen Professor einer Hochschule, der sich jetzt also mit, in Anführungszeichen, solch verknöcherten Dingen beschäftigt, ist das schon enorm. Ja, und Sie merken auch in der in den Wortmeldungen zu Yudan schwingt auch immer eine ganz gehörige Portion Neid mit. Wenn man Herrn Schimmelpfennig nicht glauben darf, ist es ja ein Ereignis, Frau Yudan live zu sehen. Darum beneide ich ihn ja schon ein bisschen. Ja, geht mir genauso. Ich würde die auch mal gern live sehen. Und wahrscheinlich kann man dann auch den Hype über sie ganz gut nachvollziehen. Es soll ja momentan in China ein Fieber der traditionellen Kulturen vorherrschen. Weshalb werden dann eigentlich nicht auch die Lehren des Daoismus und Buddhismus neu gedeutet und auf die Gesellschaft angewendet? Ist eine gute Frage. Das Problem, denke ich, hängt damit zusammen, dass der Daoismus wie der Buddhismus nie den Stellenwert in der Kultur Chinas hatten, den der Konfuzianismus hatte. Ja, Sie können das auch daran merken, dass wenn man sich mit Daoismus näher beschäftigt oder auch mit Buddhismus, dass sie da als Individuum viel stärker gefordert sind, sich auf eine Heilslehre in Anführungszeichen einzulassen, ja, auch viel stärker gefordert sind, sich selbst mit dieser Lehre auseinanderzusetzen, als das in einem Konfuzianismus der Fall ist, der sozusagen immer gleich als kapitaler Bestandteil einer Kindeserziehung mitgeliefert wird. Ja, der ist viel gegenwärtiger und viel präsenter, als das Daoismus und Buddhismus überhaupt sein können. Welche Prinzipien des eigentlichen Konfuzianismus finden sich noch im heutigen China? In der Hauptsache, würde ich sagen, sind das Prinzipien, die mit der Organisation von Familien, mit der Erziehung und natürlich auch zu einem gewissen Teil mit Herrschaft zusammenhängen. Ja, also Sie haben die Frage, wie weit muss ich eine Familie hierarchisch organisieren, damit sie funktionieren kann? Ja, und welche Aufgaben bzw. also Pflichten und welche
Möglichkeiten fallen damit den einzelnen Beteiligten in einer Familie zu. Und dieses ganze Muster können sie aufziehen und können es dann praktisch auf einen Staat ausdehnen. Und dann entsteht halt die Frage, so wie ist die Beziehung jetzt zwischen den Familien, ja, und der Gruppe der Herrschenden, die jetzt in diesem Staat regiert. Und Yudan stellt den Konfuzianismus in ein globales Licht, dass der Konfuzianismus überall auf der Welt praktiziert werden könnte oder die Prinzipien eben ausgelebt werden könnten. Was denken Sie, wäre das möglich oder wie oft gesagt wird, ist Konfuzianismus eher ein asiatisches Phänomen, das eher auf deren Gesellschaften anwendbar wäre? Man kann da vielleicht von der anderen Seite gleich beginnen. Das Interessante ist, dass es eine ganze Riege von heute in den USA lebenden Chinesen gibt, ja, die jetzt von amerikanischer Seite propagieren, dass der Konfuzianismus eine Lehre ist, die sozusagen auch dem globalisierten und wirtschaftlich gebeutelten Amerika wieder aus der moralischen Krise helfen kann. Also das ist ein Standpunkt, der vor allen Dingen in den 90er Jahren, also vor der Asienkrise, vertreten wurde, wo das Argument aufkam, dass sozusagen die westlichen Gesellschaften in ihrer Individualisierung letztlich kein Verfahren mehr hätten, keine Politik mehr hätten, keine Strategie mehr hätten, weiter bestehen zu können auf diesem Erdball, während die sogenannten konfuzianischen Gesellschaften Ostasiens halt immer noch mehr dieser Traditionskerne hätten, die es verhindern würden, dass sie also solch einer Entwicklung anheimfallen würden. Das ist dann wurde dann konterkariert durch die Asienkrise, ja, wo also man merkte, dass also es mit der dem familiären Zusammenhalt halt auch mit sich bringt, dass Korruption auftritt, dass Bauspekulation auch dazu führt, dass also ganze Wirtschaften in den Abgrund gerissen werden können und so weiter. Diese Vorstellung ist aber damit nicht beendet gewesen, sondern man hat dann in den frühen Jahren ab 2000, ja, haben sie sozusagen eine sich gegenseitig befruchtende Bewegung in China und im Ausland, vor allen Dingen Du Weiming, mittlerweile auch Professor wieder an der Peking-Universität, die mit dieser Vorstellung, dass der Konfuzianismus übertragbar wäre, auf andere Länder hausieren gehen. Man mag in, sage ich mal, aufgeklärten demokratischen Gesellschaften des Westens, mag man da so etwas die Stirn runzeln, weil die, sage ich mal, autoritären Elemente, die der Konfuzianismus in sich hat, sich überhaupt nicht vertragen mit dem, was wir an Vorstellungen von Demokratie, Individualität und Öffentlichkeit hier in den letzten Jahrhunderten entwickelt haben. Das geht überhaupt nicht zusammen. Vielleicht nur im Nachgang jetzt an die letzte Aussage, die ich gemacht habe, wäre noch hinzuzufügen, dass genau da, wo jetzt zum Beispiel amerikanische Sinologen, wohlgemerkt weitgehend chinesischer Prominenz, gibt aber auch Westler, Ames und Rosemont, sich daran machen, diesen Konfuzianismus sozusagen weltweit hoffähig zu machen, da kommt genau dieses religiöse Element ins Spiel. Ja, also da haben sie jetzt da siegt sozusagen das Handbuch von Yudan, in dem Sinne, dass man sagt, aha, es gibt eine Heilslehre, die jetzt nicht das Christentum ist, ja, die jetzt auch nicht der Buddhismus ist, die ist dezidiert moralisch, ja, und weil sie dezidiert moralisch ist, ließe sie sich eventuell als ein Gesellschaftsprinzip ausdeuten, was man anwenden könnte, um dem moralischen Verfall der globalisierten Welt entgegenzuwirken. Und das ist ein Trugschluss, kann man einfach so sagen. Heute haben wir einiges gelernt über den Konfuzianismus. Wir hoffen, es hat euch gefallen.